Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zum Gartenrundgang Ende Juli. Wir haben heute den 27.07. Und Leute, ihr könnt es nicht glauben, es hat geregnet. Und es regnet gerade wieder ein bisschen. Wir gehen mal hier rein, Leute, und gucken uns mal die schönen Gurken an. Aber dahinter will ich wieder zumachen. Schaut euch das mal an, Leute. Alles voll. Große, dicke, dünne. Die haben sogar noch Blüte. Sieht man hier, sieht auch komisch cool aus, ne? Dann haben wir noch hier ein paar Melonen. Die können hier auch ein bisschen rumranken. Wenn welche dranhängen, wäre es gut. Die muss ich das selber bestäuben. Und hier überall. Alles voller kleiner Gurken. Da sind welche. Ich bin im Dschungel hier. Ich kann mich gar nicht rumdrehen. Alles voll mit Gurken. Ist Wahnsinn. Hier hängt wieder eine schöne Snackgurke dran. Die habe ich nicht ich gemacht, sondern mein Vater. Der ist wirklich begabt für die Gurken. Ich nicht so, aber hier hängt auch eine. Ist eine Gurke. Wahnsinn. Alles voll hier. Oh, wieder eine schöne große Gurke. Alles voll hier. Hier oben, oh. Überall kleine Gurken. Ist Wahnsinn, wirklich. Hier, oh, hier drinnen. Alles voll. Gurken. Hier kommen überall Blüten. Hier sind welche. Da hinten, da überall sind welche Blüten. Wahnsinn. Es ist schön, wenn die Gurken kommen, Leute. Hier sogar, kommt sogar hier eine. Neben meiner Melone. Hier liegt sogar eine. Hier, hier hängt eine, da liegt eine. Hier unten kommen wieder neue Ranken. Ich weiß nicht, wo die noch hingehen. Keine Ahnung. Ist schon Wahnsinn. Hier oben hängt auch eine. Aber hier sind noch wieder gelbe. Die will ich abnehmen. Ich werde die gleich mal gießen, die Gurken, immer unten rein. Also immer schön so hier unten rein machen. Das hilft oben drauf nicht, weil ja oben drauf kommt eher Mehltau oder so. Oder Krankheiten. Und die Tür zulassen. Weil oben könnt ihr es bald auflassen, das macht nichts, Leute. Aber Tür zulassen, sonst kommen Krankheiten rein. Und das ist dann nicht so gut. Also sieht gut aus, ja. Viele Gurken. Massenhaft, so viel hat man noch nie. Dann sind da teilweise sogar gelb. Wie viel Grad haben wir denn hier? Naja, fast 30, 29. Das geht. Aber einwandfrei. Kann man nicht meckern. Sind auch schön saftig. Schmecken auch richtig gut. Wir haben dies hier schon etliche gegessen. Das sind alles Snackgurken hier. Das war also, was hier, das ist ein Dschungel, Leute. Hier, ihr könnt nicht mehr reingehen. Das ist ein Dschungel. Ihr wisst nicht, wo noch eine Gurke hängt. Das ist Wahnsinn, wirklich. Hammer hier, oh, alles voll, kleine Gurken, hier, oh, da haben wir auch welche, das ist Wahnsinn, so Leute, jetzt gehen wir mal zu den Melonen, tschüss Gurken, oder, okay, das allererste Mal zu unser Hochbeet, das muss ich dann auch gießen, hier hängen sogar schwarze Tomaten dran, Sugar Baby hießen, hier, Sugar Baby hießen, die nicht so hießen, hier meine Melonen, gibt ein bisschen um, ich muss mal was hinbauen hier. Aber so geht's auch. Blüht wie Sau. Die Tomaten, die schwarzen, das sind russische Tomaten. Nicht wundern. Ich weiß aber nicht, wie die Sorte hier ist. Irgendwie schwarz, schmecken aber gut, sehr süßlich. Ja, dann haben wir hier Kohlrabi. Hoffentlich wird er. Ja, hier wird schon was. Aber was das ist, Leute, das ist entweder ist hier ein Blatt dran. Hier ist weg sogar noch eine Tomate, sehe ich gerade. Ja. So ein Haufen Tomaten hier. Wir haben dieses Jahr 28, 29, 30, 31, 32 Tomaten plus mein Hochbeet noch dazu. Aber wenn die hier so umkippen, ja, ja, das ist auch nicht so gut. Ja, so ein bisschen Unkraut noch drin. Raus damit. Ich habe auch einen Wurm jetzt mal gefunden hier, Leute, bei den Kohlrabis. Ein grüner Wurm. Wenn das jemand mir sagen könnte, das wäre echt gut. Danke. Ich sehe gerade, da kommt jemand angeschlappt. Das ist der Herr Felix. So, jetzt gehen wir weiter zu meinen Wassermelonen. Ja, Leute, zu den Wassermelonen, die großen. Ich kann euch sagen, Leute, in den letzten Tagen sind die so gewachsen, was man gar nicht glauben kann. Hier, eine riesengroße Wassermelone. Die größte von allen, die ist nicht die größte, aber
hier der Hand dazwischen halte. Heftig. Eine riesen Wassermelone. Daneben hängt noch eine. Da habe ich ja gedacht, ja, sind doch gar keine mehr. Da habe ich hier drunter geguckt. Nein, das ist eine andere Sorte. Hier hängt auch eine. Und da kommt noch eine. Und da kommen überall noch welche. Da ist auch noch eine. Wir gehen mal von der anderen Seite. Da sieht man aber, was hier gewachsen ist. Das alles. Ja, das sind Rüben. Hier drüben sind alles Wassermelonen. Ich muss mich hier ein bisschen beeilen, weil ich sehe, gerade aus Westen kommt es bollschwarz. Oh, hier haben wir hier auch noch eine. Eine Wassermelone. Lass mal Ruhe. Und das ist die hier. Die sagen wir wirklich, was hier wächst. Und hier dran hängt sogar. Hier hängt auch eine, aber ich weiß nicht, ob die es schafft. Die sieht ein bisschen kleiner aus, aber mal gucken. Mal schauen. Da müssen wir gucken. So, hier hängt dann auch noch eine dran. Die wuchert jetzt hier lang zu. Ja, und Wassermelonen sind massenhaft. Wir haben dies hier ungefähr schon 20 Stück dran. 20 Wassermelonen. Es ist Wahnsinn, hier kommt auch eine neue. Die wird wachsen, auf jeden Fall, das sehe ich schon. Aber bis jetzt sehe ich noch keine neuen Wassermelonen. Hier ist noch ein Jungtrieb. Der geht hier rum, da hängt noch eine Wassermelone. Hier kommt der neue Jungtrieb, da ist nicht dran und die wachsen hier hoch. Hier so hoch gehen die. Finde ich auch gut. Aber hier hinten ist ein bisschen abgestorben, bis ohne. Was da passiert ist, keine Ahnung. Was hier los ist, die ist nicht mehr. Kann man rausmachen. Gut, aber was hier für Wassermelonen hängen. Hängen bestimmt schon 4, 5, 6, 7, 8, bestimmt schon dran. Und da kommen noch mehr Leute, das ist noch nicht alles. Das geht ja bis August rein, September. Vielleicht noch Oktober, weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie das Wetter mitspielt. Immer wieder schön nass ist, passt. Aber hier unten kommt kein Regen rein. Deswegen muss ich beregnen hier. Man sieht jetzt ja auch gerade. Ich habe gerade ein bisschen beregnet hier, ein bisschen nass ist jetzt. Da können die auch schön wachsen. Ja. Hier haben wir noch eine ganz junge Wassermelone. Das ist Sugar Baby. Die wird auch jetzt hier lang wachsen. Die hier sind abgestorben. Ich weiß auch nicht, ob hier irgendwas gefehlt hat. Keine Ahnung. Aber die hier, die wird kommen. Da müssen wir mal aufpassen die nächsten Tage. Auch am August kommt ein neues Update. Seid bereit, es wird wirklich mega, ja, ne? Das ist Wahnsinn. Die Wassermelonen sind echt schön geworden, schön groß, oh, voll allen Dingen. Frau Barber wächst so wieder. Es ist Wahnsinn. Es ist nicht zu glauben, es ist Wahnsinn. So, hier wachsen, sind die jetzt festgewachsen? Ja, sind festgewachsen. Hab gesehen, hier oben, da kommt eine neue. Das ist eine weibliche Blüte. Einfach ein männliches Ding nehmen, rein ein bisschen und das ist dann gut. Dann reicht das. Dann wachsen auch wieder Melonen dran. Mal wie dicht das ist. Ich weiß nicht, ob hier drunter eine Melone ist. Das wird jetzt richtig dicht hier, weil die Melonen übereinander wachsen. Hier sind verschiedene. Diese Sorte hier hinten heißt Sugar Baby. Ist sehr geschmacksam und schmeckt auch sehr gut. Ich habe sie noch nie gehabt, aber ich will das mal ausprobieren, wie sie schmeckt. Mal gucken. Ja. Sugar Baby ist schon nicht schlecht. Mal gucken. Wir haben ja oben, also hinten im Garten auch noch welche. So, hier kommt jetzt auch, wächst jetzt auch sehr lang. Hier ist noch nichts dran. Ne. Muss ich mal gucken, ob man was findet, wie weibliche Blüten, aber jetzt sehe ich nichts. Ja. So. Gehen wir mal vor. Zu unserem Garten. Oh, hier die ganzen Pflanzen. Was soll ich gewachsen? Die ganzen Bäume. Das ist Wahnsinn. Äpfel haben wir auch viele dran. Birnen. Viele Äpfel haben wir dieses Jahr auch wieder dran. Das ist Wahnsinn. Und hier haben wir auch wieder Pflaumen. Die liegen hier unten wegen der Trockenheit. Aber hier hängt auch alles dran. Voller Pflaumen.
auch. Da auch. Alles voll. Alles voll kann man hier runterstellen sich. Ja. Alles. Randvoll auf Laum, ja. Fall gerade ab. Mal her. Alles voll hier. Hier oben hängt alles voll auf Laum. Alles voll, wenn ihr die seht. Das ist Wahnsinn. Ich habe ein bisschen ausgeästet dieses Jahr. Und hier. Alles voll auf Laum hier. Alles voll. Ja, oh, hier drüben. Alles. Das ist alles randvoll. Wenn ihr das seht, ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. So, gehen wir weiter. Hier hin kommt ein Regen. Ui. Und hier für Salis. Von Obi habe ich mit meinem Vater gekauft. Wächst sehr gut. Ich weiß nicht, ob die noch kommt, Leute. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Muss mal gucken. Ob die kommt. Mal schauen. Oh, hier kommt was Grünes, sehe ich gerade. Mal gucken. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Sonnenblume. Hörte dieser Lied singen. Meine Sonnenblume, gehe auf. Du bist so wunderschön. Ja. Erdbeerstrauch wächst auch sehr gut. Gucken wir gleich mal hier rein. Ich muss mal kurz die weglegen. Ich muss. So, willkommen bei den Reich der Tomaten. Ist Wahnsinn, was hier dran hängt. Oh. Basilikum kann man einfach. Lecker. Basilikum schmeckt sehr gut. Hier an diesen Tomaten von Roland, also von unseren Nachbarn, da ist noch gar nichts dran. Noch nichts, aber es kommt vielleicht noch mal. Wir warten mal ab. Ob Blüten kommen. Hier vorne habe ich welche gesehen. Hier kommen welche. Hier. Da. Da kommt Blüten. Schwarztomaten wieder. Sind aber noch nicht reif. Nur eine andere Sorte hier. Kommt oh. Mal gucken. Hier hängt auch was dran. Mal schauen. Und hier hinten steht die riesen Sonnenblume. Die zeig ich dann euch, Leute. Ja. Ja, alles voller Tomaten, rote. Ihr könnt ja mal eine abmachen und essen. Aber eine ganz kleine haben wir hier vorne eine. Mal gucken, hier haben wir eine. Ja. Lecker. Sehr lecker. Ja, hier unten kommen sie langsam. Die schwarzen Tomaten. Und unsere Nachbarn. Hier haben wir auch Tomaten. Da ist unten nichts dran. Da ist auch noch nichts dran, Leute. Ja, sind aber gut, aber sind gut gewachsen. Bin gespannt, ob hier noch was dran kommt an diesen amerikanischen Tomaten. Ist Wahnsinn. Und hier die schwarzen, die werden nur langsam. Die roten sind massenhaft dran hier. Alles voll. Alles voll. Wirklich. Da hängt was. Da, 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 da. Überall ist heftig. Wirklich. So. Dann lade ich mal raus. Machen wir dann wieder zu. Passiert nichts. Und die Hummel, die sammelt Nektar gerade. Man sitze. Da kommt eine kleine Biene oder was das ist. Süß, oder? Aber ich kann sie nicht anfassen und schächze mich. Beißen, du nicht. Wein haben wir auch massenhaft dran hier. Aber ich habe Probleme. Ich weiß nicht, was das ist. Hier, wenn ich hier rangehe, und hier passiert nichts. Hier sind wir noch dran. Oben hängt ohne alles. Ja, siehst du das? Hier drinnen alles voll. Wein. Oben, oh. Mancher fällt ab. Ich weiß nicht, was das ist. Ob das durch die Trockenheit ist, keine Ahnung.
Sandblumen. In Massen, hier kann man schon wieder ein Netz drüber machen, sehe ich gerade. Ey, das ist ja Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, wirklich. Das ist voll, ja. Ich hoffe, der Wein bleibt dran. Mal gucken. So. Ja, unsere Katze. Felix ist auch hier. So haben wir Kurabi. Im Massen. Geht ja bis hier hinter. Ach, herrlich. Guckt euch diesen Kurabi an. Der wächst wie Sau. Hier, oh. Herrlich. Schön groß, oh. Vor allen Dingen. Hier, Wassermelone. Die wächst so. Hier haben wir noch eine Kleine. Hier hängt eine Kleine dran. Da hängt schon eine etwas größere dran. Ja. Los, du Sack. Er wild sich wieder hin und her. Süß. Hier haben wir auch kleine. Kommt auch wieder neue Ansätze. Jo. Das ist Wahnsinn hier. Durch die Wassermelone an. Herrlich, nicht? Oh, die ist abgefallen. Nicht wundern. Hier drunter ist noch eine. Hier haben wir auch noch eine. Hier haben wir auch noch welche. Und da kommt vielleicht auch noch was. Hier ist auch noch eine Wassermelone. Und hier, jetzt guckt euch das mal an. Ja, wir haben gerade Wind hier, weil Regen aufzieht. Ich hoffe, die bricht es weg. Sonnenblumen, über Sonnenblumen. Na Felix, Sonnenblumen sind überall hier, ne? Hier kommt auch eine große, dicke. Und das ist die höchste von allen. Guck mal, die ist größer als ich. Das ist Wahnsinn. Größer als das Gewächshaus. Und die wird immer größer, immer größer. Ich muss die morgen mal festbinden hier oben. Wenn der Regen durch ist. Heute will ich nicht mehr anfangen. Ja, was ist los? Du willst doch aufs Video, ne, Miete? Alter Sack. Guck mal, der liegt hier. So kann ich nicht immer liegen. So, dann geht's hier weiter mit Blumenkohl. Ich habe auch jetzt gesehen, jetzt kommt langsam Blumenkohl. Hier unten, ganz drunter, kommt der. Der soll im September, soll der werden. Steht drauf. Ja, mal gucken. Bin sehr gespannt. Bochi. Pochi wächst auch wie verrückt hier. Und ich habe jetzt die Klorollen drum gemacht, dass sie unten jetzt, bei den Klorollen ist das so, er macht die drum, dann ist hier drunter, wird das dann weiß. Weiß hier. Und hier muss ich auch schon wieder eine machen. Das ist Wahnsinn, was hier alles hängt. Überall. Alles voller Pochi. Es sind drei Stück, habe ich dieses Jahr gezählt. Paprika, roter, Spitzpaprika. Schaut euch das mal an hier, wie lang der ist. Geht bis hier runter. Ist der Wahnsinn. Nee, was das für einer ist, unkomischer Spitzpaprika. Aber hier. Ich hoffe, das sind keine Chilis, aber Spitzpaprika. Und hier passiert. Ist hier rüber gedrückt. Ja, passiert. 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 Ja, sieht man hier Zwiebeln. Dicke, fette Zwiebeln dieses Jahr. Alles, die ganzen Reihen. Hier oben sind noch meine. Studenten oder wie die hießen? Ich glaube, Studenten waren das. Sieht gerade aus, ja. Nein, passiert. Sind auch hier in Massen. Zwiebeln, nochmal eine Zwiebelreihe hier. Wahnsinn. Es ist. Und hier, Johannisbeeren. Da drinnen hängt alles voll. Da, 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 da. Überall, alles voll. Sonnenblume wird auch langsam. Möhren passt zum Dill C, Leute. Zu diesem Premium-Dill C passt das wirklich sehr gut. Möhren. Ja, hier sollten eigentlich Radiesel kommen. Ob sie kommen, ist eine andere Frage. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was ich hier mache mit diesem Beet, Leute. Ob ich das lasse und umschmeiße. Egal. Na, mal gucken. So. Dann kommen wir mal in das Fass rein. Hier ist Wasser drin. Es hat auch schön geregnet. 10 Liter insgesamt hat es geregnet hier. Sehr schön. So. Kartoffeln haben wir auch hier. Überall, alles voll hier. Alles voll Kartoffeln hier. Sonnenblume wächst auch da. Da auch. Seht ihr mal, wie groß die Sonnenblume ist. So, Wahnsinn. Hier steht noch eine. Dann, daneben steht ja mein Pfirsichbaum. Der ist auch sehr gewachsen. Erdbeeren habe ich hier gepflanzt. Die will ich mal hier reinmachen wieder. Nächstes Jahr. Mal gucken, ob sie was werden. Ich muss mal gucken, ob wir Ableger finden. Hier, mal schauen. Vielleicht sind wieder welche. Mal gucken.
Hier muss ich dann noch machen. Dann mache ich gleich mal auf, wenn es geht. Zeige ich euch mal, was hier drin ist. Ja, es stinkt. Lecker. Das stinkt ganz schön. Schachtelheimjauche. Für meine Wassermelonen habe ich hier wieder gemacht. Einfach, in ihr Wasser, wenn ihr Wassermelonen habt, drüber machen. Ist wie ein Schutzpanzer. Schützt vor Krankheiten, Pilze und das andere. Ja. Und man sieht hier, wenn ich hier rühre, da steht das ja gar nicht so lange. Ich habe das erst die Woche angerührt. Und das ist wie Sau gewachsen. Hier wie Sau. Stinkt das schon. Machen wir wieder zu hier. Pfui, Geier. Ja, ich muss gleich mal husten. So. Deckel drüber. So. Zu. Wahnsinn, hier stinkt. Und hier haben wir noch unsere schöne. Ja, die braucht Wasser. Die muss ich dann mal gießen. Oh, die ist ja trocken. Ja, die muss ich gießen. Sonnenblume habe ich in Massen. Alle stehen hier. Das ist so eine große. Ich weiß nicht, wo die noch hin will, Leute. Keine Ahnung. Und eine schöne Form. Mittagsblume. Gucken wir mal hier rein. Brennnesseljauche. Pfui, das stinkt auch ganz schön. Und der auch noch runter drücken, da mache ich damit. Ja. Kohlrabi, tue ich halt wieder in Ernten hier vorne. Den hier. Oder den, mal gucken. Mal schauen, hier hinten. Ja, hier ist einer. Hier ist ohne einer. Passt. Hier ist Sonnenblume. Kommt wieder Felix angetrappelt. Alles voll Sonnenblume. Wie groß die ist, größer als ich. Und ich bin erst 1,82. Ja, das wächst auch von meiner Chefin einwandfrei. Na Felix, wo bist du hin? Du alter Schlump. Oh, jetzt wird leider Regen kommen. Stachelbeeren. Hängt alles voll. Alles voller Stachelbeeren. Und meine schöne Zwergnektarine hängt auch voll. Auch wieder. Ist Wahnsinn. Ja, da kommen auch schöne Blumen. Einwandfrei. Sehr schön. Die blühen jetzt, fangen jetzt an langsam zu blühen hier. Wenn das alles blüht, sieht sowas schon herrlich aus. Wirklich. Hier, guckt euch die mal an. Die hat an jeden Ecken, wo Blatt ist, kommen überall kleine Sonnenblumen. Das ist Wahnsinn. Genau wie die hier, die wachsen ja auch noch. Die haben auch noch keinen Kopf, sehe ich hier. Ja, was das für eine Sorte ist. Wenn ihr die kennt, schreibt es gerne mal in Kommentare oder so. Das ist schon wahnsinnig gut. Ich das mal an hier. Ja, die Sonnenhut wächst so wie Sau. Das ist Wahnsinn. Kommen auch schon Köppe. Ja, so, die werden bald oft gehen, denke ich mir. Im August sollen sie ja blühen. Mal schauen. Da drüben, oh. Gehen wir aber nicht hin. Sind auch Sonnenblumen. So ein Haufen. Ey, ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. So ein Haufen, wirklich. Minze, Zitronenmelisse wächst auch. Das wissen wir, ob das noch kommt, ja. Keine Ahnung. Die wachsen alle, die Bäume. Ja. Das ist ja einfach mit Trippeln, ich schnack's nämlich schon. Gehen wir mal rüber. Ich habe jetzt heute ein bisschen was gemacht hier. Nicht viel. Den Rand rum wieder gemacht. Unkraut gezupft. Ein bisschen. Dass das so schön aussieht, dass man hier so gucken kann. Kein Unkraut mehr, nichts mehr. Da Blüte. Hortensie kommt. Oh, hier sieht man hier kleine sogar. Guck dich mal die schönen Blumen an hier. Hier kommt noch eine. Da, seht ihr die? Da unten drunter kommt noch eine.
gucken, ob hier überall noch welche kommen. Ja, schön, kommt auch noch ein Update, Leute. Also freut euch, hier kommen mehrere Updates. Mutterherz. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Ist ein bisschen vertrocknet, aber es macht nichts hier. Eine Rose, eine weitere. Kommt auch sehr gut. Aber man sieht hier, Gras ist ganz schön vertrocknet. Muss auch wieder wachsen. Sonnenblumen. Und ich muss mal überlegen, wie der Name heißt. Da kommt auch eine Sonnenblume. Na, du, so großes Ding dran hier. Ich vergiss mal nicht, sondern Strohschnäbel. Schöne hier. Hängegeraden sind das auch dazwischen. Strohschnäbel hier oben, Sonnenblumen. Da war gerade eine Biene hier. Oh, ist abgegangen. So eine Scheiße. Ist nicht gut. Das muss ich nochmal machen. Da hast du wieder eine Hummel. Zwei Hummeln sogar, die sammeln Nektar. Wahnsinn. So ein Haufen Hummeln hier. Die ich anziehe durch die Sonnenblumen. Und hier. Es wächst wunderbar. Hier sind noch Sonnenblumen, die sind hier aufgegangen. Hier hast du eine. Die. Du musst ein Netz drüber machen. Ja. Ja, oh. Ist Wahnsinn. Die sind auch ein bisschen vertrocknet hier. Naja. Macht aber nichts. Sieht man hier von Weitem. Wie groß die Sonnenblume ist. Da hinten steht noch eine. Das ist Wahnsinn, wirklich. Wahnsinn, wirklich. Hier, oh. Gottes Augen. Sauber gemacht. Ja. Sieht echt schön aus. Da kommt wieder jemand mit. Ich fasse es nicht. Wo bist denn du hin? Hä? Du verfolgst mich heute. Hä? Was ist los? Ja, bist du Felix? Ja, was ist los, du? Willst du mal mitkommen? Na, komm mit. Gucken, ob der mir folgt. Schickt's an zu tröppeln. Ja, so. Hummel dran. Herrlich. So, jetzt fängt's an mit tröppeln. Es klebt wie Sau. Ich weiß nicht, was das ist. Hartzig. Ja, ist schon Wahnsinn, was... Alles hier wächst, Leute, heftig. Da hinten kommt der Regen. Da. Ich kann das mal machen, seht ihr ja, wie es aussieht bei uns. Da hinten kommt Regen. Schöner Regen kommt hier. Da hinten, oh, Wahnsinn. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Der Gartenrundgang. Vergesst nicht, ich weiß noch nicht, ob ich heute Nachmittag live drehen mache. Mal gucken. Wenn ja, sage ich euch oder frage ich euch auch mal, wie dieses Video euch gefallen hat vom Gartenrundgang 2.0. Und ich sage dazu tschüss, euer Max. Hoffe, euch hat dieser Gartenrundgang wieder gefallen und freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.